Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum neuen Angezockt. Everdream wollen wir hier machen. Produktanzeigen. Ich will nur mal sicherheitshalber nochmal überprüfen. Nicht, dass es wie bei dem anderen ist. Audio Englisch, Untertitel Deutsch. Na, seht da, geht doch. Ich habe gerade Potata angezockt für euch. Holt es euch nicht, nur wenn ihr Englisch könnt. Alles Englisch. Englisch oder Russisch. Wenn ihr Russisch könnt, das wäre auch noch was für euch. Es sind halt nur Untertitel, ist halt, die quatschen nicht im Spiel. Also, ich habe jetzt keinen Ton. Habt ihr? Also, ich sehe auch keinen Ausschlag. Ach, jetzt ist Ton da. Höfliche Wölfe. Laufen, umschalten. Sichtbarkeit. Kamera. Und ich muss mal gerade noch gucken. Nee, hat keinen HDR-Hut, sonst hätte ich das nochmal neu aufnehmen müssen. Ja, das machen wir später mal. Sprache, Deutsch, Audio. Musik machen wir mal richtig weit runter. Dann bin ich mal gespannt. Ah, man kann sich hier auch. Also das sieht ja eindeutig, naja, ich sag's lieber nicht. Dann haben wir das. Na gut, also kann man, hätte man ja noch ein paar Farben mehr, weil dunkel blond, aber das ist zu hell, das ist zu sehr rot, aber naja, lassen wir das halt.
spannende Aktivität auf dem Bauernhof, okay. Ach, der Bauernhof ist, die waren weg und der ist runtergewirtschaftet gerade und wir sollen den. Aber eine Party wurde da drin gefeiert. So, komm, dann mach mal hin hier. Wo ist denn der Großvater? Der war doch hier. Die Großmutter. Entschuldigung. Fische, okay, für die Katze ist das so, wie es aussieht. Oh, ich habe noch Platz. Sprich mit dem Großvater. Aber wo ist denn der? Ach, da auf der Landkarte sehe ich ihn. Aber hüpfen habe ich jetzt. Viereck, okay. Ich habe die ganze Zeit X gedrückt. Mm-hmm.
Okay. Alte Hühnerstall ist da vorne. Scheiße, Mann. Was ist denn mit dem im Hals los, ey? Halte X zum Reparieren gedrückt. 15 Mal Holz. Das, das, das. Und Gießkanne und Holz. Ne, Holz nicht. Ja. Den Eimer. Schlauch. So. 7 Mal und ich brauche 15 Mal.
Okay. Da lang, da, so. Thank you.
echt wirklich nur ein kleines Kinderspiel mäßig, aber es macht Spaß. Dann gehen wir erstmal hier hin, hier den Zaun noch reparieren. Muss ich noch lernen, wahrscheinlich, wenn man einen Zaun baut. Ach so, nee, da habe ich mich verguckt. Da habe ich gedacht, hier ist ein Huhn, aber ist er nicht. Okay. Also wir sollen uns um die Obstbäume kümmern.
Ach Mann. Was ein bisschen doof ist, dass wenn man das falsche Werkzeug gewählt hat, dass man hier den Zaun komplett abreißt und den kann ich halt noch nicht neu bauen. Ich kann. Okay, warte mal. Nur das. So.
Ah, jetzt so. Warte. Grüner Busch. Wie war denn das? Ach, R1. Pflanzen neue Obstgarten. Da muss ich hier irgendwie, muss ich ja hier pflanzen können, aber wie? Pflanze neue Obstbäume. Thank you.
denke mal, das kommt später noch. Hühnerstall. Gut gemacht. Suche Hühner, die in den Hühnerstall. Habe ich ja auch gemacht. Finde alle Hühner und bringe sie zurück. Also es macht echt, ist es halt ein Aufbauspiel, also, ja? Aber es macht Spaß. Muss halt nur noch wissen, wie ich den Rest da mache mit den Bäumen und so. Ich repariere jetzt ja schon immer, wenn ich jetzt was sehe. Ich habe ja hier noch Holz. Und für wie es für was das später gut ist. Muss man hier nicht immer hin und her rennen, dann kann man gleich reparieren, wenn man schon mal da ist. Ich muss halt nur wissen, wie man Zaun baut. Okay, da ist Oma, sollen wir auch hin? Grün und Rot. Grün und Rot. Dann gehen wir erstmal zu dem Grün. Ich bin ja auch schon wieder bei 45 Minuten. Ey. Ein Holzschwert hat der Sack, kann ich mir bauen.
ein Huhn brauche ich noch. Da hat das eine Huhn ja nicht gezählt, was ich hingebracht habe. Als erstes. Dann machen wir hier die Strüpp hier weg. Dann sagen dann Oma und Opa rein hier. Hier wird mal hier hoch und so eine Strüpp hier. Enten. Ah, ich hab gar keine Enten. Ah, die Katze.
Stufe gestiegen, der Katze gestiegen, ja? Oh, wartet noch mal. Wir kommen jetzt auch weiter weg, also. Muss ja irgendeinen Grund haben, wo man die Stufe der Katze steigern kann. Gestiegen. Immer mal warten noch. Vielleicht kann sie dann besser Mäuse fangen oder passt auf die Hühner auf, damit sie nicht abhauen oder so. Da ist das letzte Huhn. Dann bringen wir das mal zum Stall. Ich bin schon fast wieder wie eine Stunde, ey. Ein Tigerchen, komm her. Ja, ich weiß. Du bist liebebedürftig, mein Dickerchen, ich weiß. So, Aufgabe erfüllt. Im Tal liegt ein merkwürdiger Stein mit X. Okay, also wir sollen irgendwelche Steine finden. So. Nee. Also es macht echt Spaß. Es macht richtig, richtig, richtig fett Spaß eigentlich. Sprich mit dem Händler über den Hund. Da hinten ist ein Händler. Na komm, das machen wir noch. Mit dem Händler machen wir noch. Wir holen uns noch einen Hund. Quatsch, Quatsch, R1. Den lassen wir lieber da platziert. Oh, Pilze. Schon hier sind, dann können wir die ja gleich mal mitnehmen. Ja, wie ist das denn gut? Dann kann man eine Pilzsuppe machen oder keine Ahnung. Ach, hier ist der Händler.
kann ich alles machen. Speichern. Grünzeug. Ah, ich soll wieder was zum Waschen. Okay, wir machen uns jetzt schlaffertig. Also Haus ist schlafen. Okay, wir sind wieder ausgeruht für den nächsten Tag. Doch auf dem richtigen Weg. Wir kriegen einen Hund und das andere ist jetzt hier wieder nur hin und her quatschen. Oh Gott, wir können sie ja aussuchen. Oh Gott. Deutscher Schäferhund. Großer Schweizer. Berner Sennhund. Oh, ich würde am liebsten alle haben wollen. Neufundland, oh Gott, ist der auch süß hier. Akita, oh. Shiba. Bobtail. Malmut. Deutscher Schäferhund. Der ist süß, aber der Akita ist auch süß. Ich will den Akita. Ja, den will ich. Wie soll der Hund heißen? Hat gewandert. Hey Google? Hachiko. Hat doch richtig. Hier sind Infos über Hachiko, eine wunderbare Freundschaft. Einem Universitätsprofessor läuft auf seinem Weg von der Arbeit nach Hause an der Bahnstation ein niedlicher Akita-Welpe zu. Er kann nicht widerstehen Hachiko. Und nimmt den jungen Hund. So wie der Film. Kann ich jetzt noch mehr?
ich kann nur einen Hund, oder? Ah, ich kann hier noch Sachen kaufen. Okay. Nee, das ist das, was ich habe, oder? Deine. Okay. Kleiner... Nicht genügend Geld. Also ich habe gar kein Geld. Okay, dann verkaufen wir dem mal die Pilze. Dann den Schal brauche ich. Aber Brombeeren habe ich noch. Da kann ich ihm 4 von verkaufen. Dosen. Dann verkaufen wir mal die Dosen. Ich glaube, die brauche ich nicht mehr. Einmal behalte ich. Elektrische Kabel brauche ich. Fass. Na gut, können wir 3 Fässer können wir verkaufen. Kabel können wir mal 10 verkaufen. Habe ich nur auch mal 10 verkaufen. Grüner Busch. Heu. Himbeeren. Ach naja, können wir ja irgendwie. Alles weg. Ach, ich habe das Holzschwert. Naja, gut zu wissen. Leere Flaschen hauen wir auch alle weg. Wie viel haben wir denn jetzt? Äpfel. 20, ja, kann ich 10 verkaufen. Ein Buch gekauft und ein Forscherhut. So. Zeitung, die können wir auch verkaufen. Scheiß Wort, weg damit. Theaterstuhl. Ach, Stock können wir auch verkaufen hier. Wie haben wir? 100 noch was. Na, behalten wir mal ein paar. Verkaufen wir nur 100. So. Alles andere hebe ich mal noch auf. Wenn ich wozu wir das noch brauchen. Vielleicht noch einen Köter? Nö, hast du nicht. Tiere. Nix. Pflanzen. Möbel. Kleidung. Okay. Danke, mal gucken. So, wir haben hier jetzt diesen Forscherhut. Den können wir ja bestimmt aufsetzen, oder? Ach, damit kann ich die Büsche kaputt machen. Das ist ja cool. Dann brauche ich mein Beil nicht dafür nehmen. Okay, was haben wir hier? Auf dem Müll hier noch.
Jetzt ist aber wirklich Schluss, weil ich bin schon bei einer Stunde 8. Sonst spiele ich hier noch 5 Stunden. Das ist ja Quatsch. So. Es ist wirklich ein schönes, kleines, niedliches Spiel. Hof aufbauen. Ja, Tiere holen. Ich gehe mal hier hin, damit man das so ein bisschen sieht. Ja, es sieht echt schön gemacht aus. Hoppala. Ist schön gemacht. Macht Spaß. Gibt es für PS4 und PS5, möchte ich sagen, Produktanzeigen. Also nicht nur für PS5, es gibt es auch für PS4, möchte ich sagen. Ja, die PlayStation brauchen wir wieder ein bisschen was länger. Ich weiß nicht, seit dem vorletzten Update manchmal. Es ist echt zum Kotzen. Ja, für PS4 und PS5 sind nur 3,54 Gigabyte. Ihr habt ja gesehen, Deutsch, also Audio ist Englisch. Deutsch, ach so, gibt's doch. Ach so, das sind andere. Ich dachte jetzt schon gewonnen. Gibt's schon DLCs oder was? So, können wir aber hier gucken. So. Die PS5-Version unterstützt DualSense Wireless Controller. Vibrationsfunktion wird unterstützt. Dual Wireless Sense Controller. Und ja, bei der PS4-Version natürlich nur die Vibration. Da haben wir kein haptisches Feedback. Unterstützt Remote Play. Ein Spieler. Wann kam es raus? Am 30.05.2023, also noch gar nicht mal so alt. Aber es ist ein sehr schönes kleines Spiel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wäre ein Träumchen. Link werde ich euch zum PSN natürlich in die Videobeschreibung machen. Dann kommt da, braucht ihr nur draufklicken, kommt da gleich dahin und könnt euch das holen. Ihr kriegt da auch kein Geld für oder was weiß ich. Es ist einfach nur, damit ihr schneller da seid, falls es euch gefällt. So. Ich bin jetzt weg. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr noch Fragen habt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ahoi. Sagt euer Odin.